So, willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Starfield und der Story geteilte Loyalität. Beim letzten Mal waren wir bei Jada im Schiff und haben eine kurze Schlacht erlebt mit Haus Varun. Oder war es? Wer weiß auch immer. Okay. Sollten dann rüberfliegen nach dem Gespräch zur Sternenstation, wo wir auch da sind. Der UCN 48. Ich habe sie schon gerufen. Es kommt nur blödes. Also fliegen wir ihn und docken an. Und schauen nach, was da los ist. Ich gehe mal davon aus, wir werden da noch einiges erleben. Weil ich glaube, dass da doch einige Leute drin sind. So. Wir steigen ein, Andrea kommt mit und dann schauen wir mal, was da drin gibt. Vielleicht kriegen wir den nächsten Hinweis. So, wir laden mal ganz kurz alles nach. 6, 12, 10, 150, 9, 11, 11, 8. Die laden wir kurz nach. Wir gehen wieder auf der Schroti. Andrea ist bei mir. Jo, steht hinter mir. Okay, dann folge mir. Ich sage es nochmal. Das wird für dich gefährlich. Vielleicht für uns beide. Du musst mir vertrauen. Diese Stationen wurden von den Colonies gebaut während des Kreuzzugs der Schlange. Seit Beginn des Friedens stehen sie leer. Glaube, perfekter Ort, um sich vor aller Augen zu verstecken. Glaube nicht, dass die leer stehen, Andrea. Glaube es nicht. So mit dir reden. Bevor wir weitergehen, hör mir gut zu. Lass deine Waffen unbedingt stecken und mach keine plötzlichen Bewegungen. Tu nichts, was feindselig wirkt. Okay. Das weiß ich zu schätzen. Aber alles, was bedrohlich wirkt, könnte dich töten. Bitte, gib mir einen Moment. Okay, was macht sie jetzt? Oh. Oh. Eine versteckte Tür. Na locker, die hätte ich niemals gefunden. Automatisch speichern. Okay. Also ich bin nicht der Typ, der hinter einem herläuft und dann abwartet, was passiert. Also der Typ bin ich eigentlich nicht. Ich habe hier überhaupt nichts zu erklären, Tommissar. Dein Tonfall überrascht mich. Was ist nur in dich gefahren? Du bist ganz anders, beinahe ungehorsam.
Ich weiß, was du getan hast. Weiß von den Nachrichten. Was redest du denn da? Natürlich sende ich dir Nachrichten. So funktioniert das eben. So hat es immer funktioniert. Ich rede von den Fanatikern. Denen, die meine Freunde ermordet haben und auch mich töten wollten. Nein, du irrst dich. Oder du bist verwirrt. Nichts davon ist jemals passiert. Genug! Ich hab die Kopien, Tomisar. Du warst es. Von dir wussten sie, wo sie uns finden. Wir sollten alle tief durchatmen und haltlose Anschuldigungen vermeiden. Du gehörst zu dieser Constellation-Gruppe. Ich weiß alles über euch. Ihr habt sie gegen mich aufgehetzt, ihren Kopf mit Lügen gefüllt. Damit kommt ihr nicht durch. Was weißt du schon? Genug! Wir regeln das jetzt unter uns. Das geht entschieden zu weit. Bring sie sofort zur Vernunft. Ihr würdet es nicht wagen, mir etwas anzutun oder Haus Varun wütend zu machen. Nein, nein. Wenn Andrea mich verletzt, verliert sie ihre Verbindung zum Hohen Rat. Zu Haus Varun. Ohne mich kehrt sie nie mehr nach Hause zurück. Du musst sie zur Vernunft bringen. Er trägt die Schuld. Er muss sterben. Hast du mich nicht gehört? Du würdest alles verlieren. Das ist mir klar. Ich kenne den Preis. Aber er verdient es doch, oder? Ich wurde verraten. Was interessiert mich das noch? Das Einzige, was ihn noch am Leben hält, ist... Ich verliere mein Zuhause, wenn ich das tue. Wohl für immer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß aber, ich will ihn töten. Wie soll ich sonst damit leben? Heute ist ein Glückstag. Du bleibst am Leben. Das ist noch nicht vorbei. Der Hohe Rat wird von deinem Verrat erfahren. Vielleicht erfahren sie auch von deinen Taten, Tomisar. Denk mal darüber nach. Komm, verschwinden wir von hier. Ich will zurück zur Loge. Das wirst du noch bereuen! Ach, schöner Tag, nicht wahr? Pass auf dich auf. Ich kann nicht anders. Sorry. Wenn ich schon mal gerade hier bin, also sorry. Ich bin jetzt mal ganz reichlich frech. Die große Schlange wird dich für deine Dreistigkeit bestrafen. Du denkst, du kommst unbeschadet davon? Ich? Ja. Okay. Andrea, wir können gehen. Ich denke mal, es wird jetzt gleich was passieren. Ich weiß zwar nicht was, aber es wird gleich was passieren. Oder? Ich will nur wissen, was hier hinter ist. Oh. Sorry, aber das nehme ich mit.
Steht nirgendwo dran, dass es gestohlene Ware ist, also. Lehrling. Lehrling ist gut. Lehrling mache ich so nebenbei. So, dazu brauche ich dann einmal wahrscheinlich den. 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 So, der funktioniert nicht. Der funktioniert. Der funktioniert. Hoffentlich. So, 14.000. Nehmen wir doch alles mit. Bevor wir entdeckt werden. Egal, was jetzt passieren wird. Andrea, wir fliegen zur Loge. Aber vorher fahren wir noch beim Bau vorbei, um das zu verkaufen. Ich weiß zwar nicht, warum wir zur Loge sollen, aber gut, machen wir das doch. So, bevor es jetzt weitergeht, ganz kurz vergessen. So, dann stellen wir das noch ganz kurz ein, damit ich noch weiß, wie schnell das Ganze zu Ende ist mit 30 Minuten. So, ich lade trotzdem nach. 3 Kugeln können gut was nützen. Ich würde mich ja gerne hier weiter umgucken. Gut. Hier ist von der Navigation nichts zu sehen. Da gerade was weggehuscht wäre, aber das war nur der Schatten. Oh. I save mit Experte. So. Einer. Noch eine. Den. Okay. Der ist schon vorgesehen dafür. 1, 2, 3. Dann ist das der. So. Nicht. Der passt. 1, 2, 3. Okay. Okay.
würde passen. Ein Dreier, aber ich habe ja keinen Dreier mehr. Ich habe nur noch den. Und der passt nicht. Der auch nicht. Der würde passen. Nee, okay. Ja. Aber die Digis nehme ich mit. Irgendwo habe ich das schon mal hier gesehen. Lass mir jetzt keine Ruhe. Ich versuche es nochmal. Okay. Wie viel haben wir? 1, 2, 3 haben wir. 1, 1, 2, 1. Den. Den. Den Dreier. So, 1, 2. Passt der aber nicht. Überträgt er sich nicht. Überschneidet er sich nicht. Das heißt, der passt wirklich nur so rein. Okay. Dann wäre der passend, aber leiderweise passt er nicht. Hat er mich jetzt schon zum zweiten Mal geschlagen? Gibt's so. Ich. Okay. Gut, dann soll es nicht so sein. Ich habe genug Digis. Okay. Okay. Ich habe gedacht, hier kommt noch irgendwelche Gegenwehr. Gut. Dann gehen wir ins Cockpit. Ist ja eigentlich enttäuschend, dass hier nur noch der eine Typ drauf ist. Ich habe gedacht, hier gibt es noch eine Ballerei oder so, aber... Anscheinend ja nicht. Da oben? Waren wir da oben? Ne, hier oben. Ordner kannst du behalten. Auch behalten.
aufbehalten. Ja. Hier oben scheint wirklich nichts zu sein, was interessant wäre. Der Typ scheint wirklich hier ganz alleine auf der ganzen Station zu sein. Komm, noch mal da hinten hinter. Gedacht, gehen hinter wäre noch was anderes außer aktiver Rahmen. Okay. Nix, nix, nix und mal gar nix. Okay. Ich glaube, hier sind wir jetzt einmal rum. Hier sind die Schränke geöffnet. Okay. Warte, 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 warte. Notfall geht. Okay. Dann würde ich sagen, wir fliegen zur Loge. Jo. Dazu müssen wir dann einmal runter. Runter. Boah. Er kann auch nicht mal klettern. Ja, gibt's ein DSA? So. Okay. So, wir fliegen dann einmal. Nein, ich habe wieder auf E gedrückt. Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Hätte ich auch von vorne springen können. Okay. So. Wir springen von hier aus, aber erst nach Wolf zurück. Narion, Wolf.
Oder warte. Nee. Wir sind doch im Kriegssystem. Dann springen wir doch mal ganz kurz zum Schlüssel. Kannst du von dem Ort nicht schnell reisen? What? Okay, dann doch ins Cockpit rein. So, abdocken. Entkoppeln abgeschlossen. Neue Daten. So, wir springen ins Krücksystem. Ab zum Schlüssel. Und Sprung bitte. Schalte auf Standardantrieb. Wir docken sofort an. Schön angedockt, Captain. So, wir steigen aus. Nicht vor die Wand laufen. Die Fleet ist Familie. Einander zu bestehlen ist einfach professioneller Respekt. Aha. So, die Lille. Komm, lad schneller. Klack, bumm, jawohl. So, wir laufen sofort rechts rum. Hast du Durst? Nein. Borg im Last Nova erleichtert dich mit Vergnügen um deine... Ich weiß. Rechts rum, links rum. Pass auf deine Cred-Sticks rechts rum. Würde mich nicht wundern. Moin. Hast du etwas für mich? Weise, schön, dass du das sagst. So, du hast 11.000. Gut. Ich nehme mal wieder alles mit. Entschuldigung, wieder zurückgedrückt. Etwas, das beiden Seiten was bringt, ist immer schön. Jo. So, verkaufen. Sonstiges. So, er hat noch 57.000, die er mir überlassen wird. So, was haben wir denn an Waffen wegzugeben? Der weg. So, dann haben wir wieder 10 Anzüge 1, Rucksäcke 2. Strahlung und Ballistik kann weg. Kleidung 4. 2 Splitterminen weg. Notizen 70, Hilfe 26. Frostwolf weg. Körper weg. Check weg. Weg. Red Harvest weg, damit wir jetzt wieder auf 21 sein. Jawohl. Ressourcen 7, Messgerät weg. Sonstiges 1. Wir haben nochmal 217. Wieso haben wir noch 217?
Ach, wir haben das Amylar noch drin. Okay. So, aus dem Schiffsverkauf kaufen. So, Kleidung 1, weg. Oh, nein, 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 nein. Den weg, die vier behalten wir. Ressourcen gucke ich mir später an. Sonstiges. Okay. Okay. Ich habe nur noch 72 Arten von Waffen. So, 33. Ich verkaufe alle. Okay. 20.000. Nein. 12.000. Jupp. Jupp. Und 500. Die 5,8, die kann er behalten. Deine Credits sind der Handelsaufsicht immer willkommen. Nein. Gefällt dir was davon? Nein, wir fliegen zur Loge. Ja. So, Schmuggelware bin ich losgeworden. Offensichtlich wurde nichts von den jahrzehntelangen Erfahrungen. So. Ihr wisst schon, was jetzt kommt. Das Ende des Parts. Part 3 ist damit abgeschlossen. Im nächsten Part fliegen wir dann zur Loge und schauen mal nach, was da so auf und zukommt und wie es dann entsprechend hier weitergeht. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagen wir bis zum nächsten Mal. Und ciao!